Travel Bikers, our way to health. Also der erste Tag der Tour Coast to Coast 2015. Wir sind auf dem ersten Camping in Frankreich bei Besançon. Jetzt öffnen wir unsere Bude. Heute Tag 2 der Tour. Jetzt sind wir beim Dönermann, der mit dem Döner alles kann. Angekommen. Das ist die Stadt, mit der wir dann von hier aus wollen, mit der Fähre übersetzen, nach Oran, nach Algerien. Wir sind gerade in Algerien. Wir haben jetzt eine Eskorte. Man eskortiert uns von Stadt zu Stadt. Wir stehen hier und warten. Im Hintergrund hinter mir sieht man die Eskorte. Und bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht die nächsten Tage. Auf jeden Fall sehr interessant. Sehr interessant hier. See this through.
Hallo Freunde, wir sind jetzt hier kurz vor Alger, der Hauptstadt Algeriens. Jetzt sind wir hier in so einem Truck Center, machen hier Pause im Schatten, haben jetzt gerade Pfirsiche bekommen und jetzt wird uns gleich einer von denen zum Hotel bringen. Das erspart uns viel Zeit und Schweiß. Ja, es ist hier sehr safety. Safety first. In Alger, der Hauptstadt von Algerien. Und wir durften unsere Mopeds dankenswerterweise in dem Foyer hier parken. Kleines Update aus dem Hotel von Mbej Aya. Hier ist mein Kotflügel vorne leider in Mitleidenschaft gezogen worden wegen einer Bodenrille und der Anbringung für die Kamera. Auf jeden Fall hat das ganze Teil verschmort, weil es mit dem Reifen dann in Kontakt kam. Jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen optimieren, dass es zumindest nicht ganz so hässlich ausschaut und dass die Funktion noch da ist. Also, ihr wisst Bescheid. Ich glaube, heute ist Tag 9. Wir sind gerade in El Mila und versuchen uns gerade irgendwie durchzukämpfen nach Skikda. Machen wir hier eine kurze Pause. Es ist brüllend heiß. Ich glaube, fast sogar noch heißer als in Deutschland aktuell. Und hier kauft der Mali gerade ein bisschen was zu trinken ein, damit wir nicht verdursten. Wisst ihr Bescheid? Bis bald. Gerade an der Grenze von Algerien zu Tunesien. Das sieht man bei mir da im Hintergrund. Da ist die tunesische Grenzstation, da im Vorfeld. Jetzt hinter mir ist die algerische Grenzstation und der Madi ist gerade irgendwas mit den Papieren checken und als nächstes kommt er nicht dran. No, just...
in here. Yeah, I'm just about to write a song or something like that. But I don't know what I'm planning on doing at this particular moment. I had written a few words down, but I really don't know. Heute ist unser erster freier Tag in Tunesien. Wir sind auf einem Angeltrip mit Captain Santos. Santos Meringue gehört. Captain Santos hat uns sein Wissen vermittelt und auch so konnten wir Fisch fangen. So, zeigen wir mal die Fische. So viel, ja? Das geht. Das haben wir schon gut gemacht. Schade. Die letzte. Come on. Ach, schade, die Monate. Cause what I wanna say is so much more. One-sided conversation. I'm hanging by her while I feel the separation. But she's got my heart on retail. Wanna go see a movie? No, what's when? Yeah? Oh, well, yeah, sounds good. Just let me scrounge up a couple bucks for popcorn. Yeah. Yeah, I know, it's a guilty pleasure. And did you hear about Paul and Allison? Did you know they got a place? Work's been crazy, but there's nothing going on. Also wir sind jetzt mal wieder im SOS Kinderdorf angekommen. Das ist jetzt das vierte Jahr hintereinander. Heute oder dieses Mal in Tunesien. Man hat uns schon herzlich empfangen. Hier sieht man den Eingangsbereich. Und jetzt verbringen wir wieder ein paar Stunden mit den Kids. That's just about all I can afford. One-sided conversation. I'm hanging by her while I feel the separation. But she's got my heart on retail. One-sided conversation. I'm hanging by her while I feel the separation. But she's got my heart on retail. Okay, yeah, I'll see you later then. Yeah, I'll meet you in front of the theater. Yeah. And then afterwards, maybe go grab a beer. Yeah, okay. Talk to you later. Bye. Yeah. Oh, mio, Silvanese, si decisa. Ma li ha venuti da me, Jones. Ma non vuoi. Ce va mio, non ti posso. Ok, andiamo? Yeah. Ok. Andiamo. You want to drive? Yeah. 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 Il buco è Mariana, il second boy è... Jetzt verlassen wir Sizilien Richtung Festland Italien. Da steht schon die Fähre. Thank you.
Hi, heute ist Tag 17, glaube ich zumindest. Wir angeln hier ein bisschen. Heute ist der Tag vor der Fähre. Heute fahren wir mit der letzten Fähre von Bari nach Albanien. Und wie ihr sehen könnt, die Ruten sind ausgeworfen. Mari schnorchelt nach Fischen. Und das Wetter ist super. Unsere Reiseroute verläuft über Bosnien und Montenegro. Tanken in Montenegro. Da nimmt man einfach Plastiktüten. Servus! Wir sind immer noch auf unserem Kampf nach Split. Knapp die Hälfte haben wir jetzt. Gerade einen kleinen Ausflug gemacht in die ins Flussbett. War sehr anstrengend. Haben uns da durchgekämpft und dann wieder zurück, beziehungsweise Madi. Ich habe ihn zum Teil gehoben. Und hier der gute Kenderstollen, der einfach alles mitgemacht hat. Nach Hause von unserer Coast-to-Coast-Tour 2015. Wir sind 100 Kilometer vor Karlsruhe und leider ein letzter Defekt. Dem Madi hat wohl die Radlager zerrissen und das Rad schwankt ziemlich sehr und eiert und deswegen geht es wohl erstmal nicht weiter. Jetzt gucken wir den ADAC und schauen mal, wie es weitergeht. Aber immerhin kurz vor daheim und nicht in Algerien oder woanders, von daher.